Ah, guten Tag. Ja. Tag. Schön, dass Sie da sind. Wofür bin ich jetzt da? Wir haben endlich die Stelle für Sie. Ich habe doch gar nichts bestellt. Okay, lassen Sie mich anders ausdrücken. Wir haben die passende Stelle für Sie parat. Ich rass nicht. Stelle? Ah, für meine Videodrehs, oder? Nee, damit Sie explizit keine Videos mehr drehen müssen. Hä? Okay, fangen wir an. Haben Sie Einfühlungsvermögen? Vermögen? Ja, also... Sowas besitze ich nicht. Können Sie gut zuhören? Naja, also wenn Ihnen zwei Ohren reichen, eventuell. Probleme erlösen? Sie kennen doch meine Probleme. Naja, haben Sie vielleicht schon mal Trost gespendet? Ja, sagen Sie mal, bin ich etwa ein Seifenspender? Na, diese Form von Trost meine ich nicht. Na, ein Geldautomat bin ich schon gar nicht. Ah, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Ich... meine Trostspenden einen Kunden gegenüber, der eine Filiale verlässt. Warten Sie mal, bitte nochmal. Also der Kunde verlässt eine Filiale und bekommt dafür Geld. Was bekomme ich jetzt dafür? Also ich bekomme auf jeden Fall gleich Kopfschmerzen und Sie bekommen definitiv dafür ein langfristiges Arbeitsverhältnis. Langfristig? Na langfristig. Was heißt denn bitte langfristig? Langfristig halt. Also, jetzt mal Butter bei der Fische. Sagen Sie mal, wollen Sie mich verarschen oder was? Und als Bonus gibt es sogar eine Tankfüllung jeden Monat. Gratis dazu. Oh, eine Tankfüllung gratis jeden Monat. Mensch, das sind ja umgerechnet Pi mal Daumen, je nach Angebot. Ah, oh, das könnten ja so zwischen 8 bis 10 Kästen Bier sein. Bitte? Bier? Ihr Auto fährt mit Bier? Auto? Ich habe gar kein Auto. Also Interesse? Interesse? Wofür? Wenn Sie also Interesse haben an diesem wunderbaren Jobangebot, dann könnte ich Ihr Interesse bei der Agentur für Arbeit oder direkt bei der Bundesregierung hinterlegen. Na, kommen wir da zueinander? Nee, danke. Tschüss. Aber Sie wissen noch gar nicht, welche Stelle es ist? Ich meine, immerhin ist das Tankstellenseelsorge einer der 9 beliebtesten Jobs in Deutschland.